Wo wir gerade drüber gelabert haben, bevor das Interview losging, haben wir drüber gelabert, ja, unser Berufswunsch war, wir kriegen für Schillen und Rumhängen und Scheiße bauen Geld und so weiter. Genau. Du hast gesagt, entweder Fußballprofi oder sowas. Genau, das ist auf jeden Fall, es gab nur zwei Optionen, entweder Fußballprofi oder mit Scheiße labern Geld verdienen. Ja, und Scheiße labern hat geklappt. So einigermaßen, ja. Okay, hallo auf dem Out for Fame Festival mit Hannibal. Jojo, es ist anstrengend hier zu drehen, weil wir hart geblendet werden. Gut, genau, dass du Cappy hast auf jeden Fall. Sehr gut, auf jeden Fall. In weiser Voraussicht habe ich meine Nike Cappy dabei. Ja, Mann. Ja, Mann sagen ist gut eigentlich. Das mache ich jetzt öfter in dem Interview. Du hast mich direkt neurolinguistisch programmiert. Jamanisiert, sagt man. Ja, genau. Mann. So heißt das richtig. Aber du bist mit Celo und Abdi hier und du standst schon auf der Bühne dann wahrscheinlich. Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mit Celo Abdi unterwegs. Wir machen Werbung für ihr Album Bon Chance und es geht zur Sache, es geht vorwärts. Auf jeden Fall. Jetzt, wo Bonchance draußen ist, Leute sagen vielleicht auch dir irgendwie was dazu. Gab es für dich so Überraschungen, wie die Leute reagiert haben oder so? Irgendwas, was die Leute gefeiert haben, wo du dachtest, die feiern eher was anderes oder so? Auf Bonchance jetzt? Ja. Nee, also bei mir, ich habe ja das Album so, die Entstehung so ein bisschen mitbekommen. Für mich war es nicht so, dass das Album erschienen ist und ich es dann das erste Mal gehört habe, sondern ich habe so die ersten Tracks gehört, dann die Tracks, die danach kamen und dann die letzten Tracks, die dazu kamen. Also ein bisschen die Entstehung mitbekommen. Deswegen hat es bei mir immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Ich habe erstmal gesagt, oh, das ist jetzt mein Lieblingslied von dem Album, dann das. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen unentschlossen. Ich habe das jetzt die letzten zwei Tage gepumpt und ich habe auf jeden Fall, mir gefällt das Album komplett sehr gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, was mein Lieblingstrack ist oder so. Bist du eigentlich schon länger hier? Hast du auch 187 Straßenbande geguckt? Weil ihr hattet ja auch mal ein Song- und Musikvideo zusammen. Ja, auf jeden Fall. Das sind meine Schatzis. Wir sind gerade ein bisschen zu spät gekommen, leider. Gerade als wir auf dem Parkplatz angekommen sind, haben die ihr vorletzten Track gespielt. Ich habe auf jeden Fall noch gehört, wie die Leute durchgedreht sind. Hat mich sehr gefreut. Ja, dann sind wir hier gerade unter die Bühne gekommen. Da sind die auch gerade von der Bühne runtergekommen. Ich hätte gerne den Auftritt gesehen, aber auf jeden Fall freut mich, dass sie hier sind. Und passt zusammen, was du machst und 187 Straßenbande, oder? Ist das so ein bisschen so der andere, die Hamburg-Version und du bist die... Weißt du, würdest du sagen, es gibt da so voll die Parallelen zwischen euch? Ja, auf jeden Fall. Also wir verstehen uns gut. Es sind richtig stabile Jungs. Ich mag die und es gibt bestimmt auch musikalische Parallelen zwischen uns. Ja, ich meine, es klingt schon total anders, aber einfach so von der Einstellung, von der Attitüde und sowas, oder? Genau, sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade drüber gelabert haben, bevor das Interview losging, haben wir drüber gelabert, ja, unser Berufswunsch war, wir kriegen für Schillen und Rumhängen und Scheiße bauen Geld und so weiter. Genau. Du hast gesagt, entweder Fußballprofi oder sowas. Genau, das ist auf jeden Fall, es gab nur zwei Optionen, entweder Fußballprofi oder mit Scheiße labern Geld verdienen. Ja, und Scheiße labern hat geklappt. So einigermaßen, ja. Und Fußballprofi, meinst du nicht, das wäre irgendwie anstrengender geworden? Ich meine, trainieren die nicht fünfmal, siebenmal die Woche oder sowas? Dürfen alles Mögliche nicht? Ja, die Frage ist, was ist anstrengender? Ob du 10, 15 Jahre dich gut ernährst, jeden Tag Sport betreibst und einfach ein schönes Leben führst oder einfach 10, 15 Jahre so, keine Ahnung, keinen Sport machst, deine Rückenmuskeln verkümmern und du dann irgendwann mit 45 dir denkst, ah, ich war zwar kein Profi, aber hätte trotzdem lieber mal ein bisschen Sport gemacht. Deswegen auf jeden Fall. Die sportliche Variante ist meistens die bessere. Ah, hast du recht. Und wie viel empfindest du als Arbeit von dem, was du magst? Weil es ist ja nicht richtig so, dass wir das alles immer nur chillen werden. Ne? Wenn du mit Leuten auf Tour bist oder vielleicht auf einem Festival oder so. Es ist ja nicht so, dass das alles immer nur locker wäre. So, es ist ja auch Arbeit. Nee, also als Arbeit würde ich das nicht bezeichnen, weil ich finde, also ich habe zwar in meinem Leben jetzt nicht so besonders viel gearbeitet und auch jetzt nicht harte Job gemacht oder so, aber auf jeden Fall, ich kenne Leute, die arbeiten. Ich weiß, dass Arbeit hart ist, wenn es ein harter Job ist. Und deswegen... Unser Job, so, das macht Spaß, auch wenn man vielleicht ab und zu mal gestresst ist oder so, aber das ist ja dann irgendwie keine richtige, das ist vielleicht mal so eine psychische Beanspruchung hier und da, aber im Endeffekt macht es Spaß. Das ist so wie Fußballprofi, aber ohne Ball. Und bei beiden kann man Trainingsanzüge tragen, Alter. Das ist sowieso mit eine Sache, wo in der vierten Klasse schon klar war, das ist wichtig für meine Karriere später. Auf jeden Fall, eines der Hauptkriterien. Alle Lehrer haben immer gesagt, das geht nicht so, aber es ging doch, das ging doch. Was wollte ich gerade noch fragen? Genau, vom Rapper sein. Gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist das Geilste und das ist das Beschissenste? Es hat ja verschiedene Elemente. Du schreibst Texte, du nimmst sie auf. Du gehst auf Tour, du machst Interviews. Ja. Du musst dich um Social Media Sachen vielleicht kümmern. Was auch immer man noch alles machen muss. Was ist das Beste und das Beschissenste aus deiner Sicht? Ganz ehrlich, ich glaube,
was am meisten Spaß macht, ist, denke ich mal, Texte schreiben. Ja, würde ich sagen. So, wenn man so, ja, wenn man einen Text schreibt, der einem selber gut gefällt. Mir gefällt sowieso alles, was ich schreibe. Also alles, was released wird. Und deswegen, ja, es gefällt mir dann auf jeden Fall, wenn, ich freue mich dann, wenn mir so der 16er, wenn ich mich so selber flashe. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Und ansonsten, was keinen Spaß macht, ja, das macht eigentlich alles Spaß. Sonst das kann jetzt was sein, wo du einfach sagst, so, okay, aber das ist jetzt nicht so mein Überfavorite, da muss ich mir ein bisschen in den Arsch treten oder so, dann geht's klar, aber... Ja, ehrlich gesagt, so bis vor kurzem eigentlich hatte ich nicht so Bock auf Interviews und so die ganzen Sachen, weil ich so, keine Ahnung. Das ist, was soll ich da erzählen? So, ja, ich mache genau Musik, so, genau. Hört ihr den Part an und fertig. Ja. Aber da ich gesehen habe, dass hier alles halb so schlimm ist, habe ich damit jetzt auch kein Problem mehr. Ja, so schlimme Menschen sind wir gar nicht. Weißt. Okay, und heute wird hier noch geschillt und Sachen angeguckt, ja? Ganz genau, wir chillen hier. Viele Stadtis sind heute hier, sind gerade viele aus der Nordweststadt hier, die sind mit Azad hier. Wir sind hier mit einer großen Truppe unterwegs, die Aslaks und die 187 Straßenbande ist hier und wir genießen hier alle und lachen viel. Bist du mehr die ganze Zeit im Backstage oder gibt's auch, sagst du so, ey, ich weiß schon genau, diese drei Acts, die muss ich heute auf jeden Fall sehen, das ist das Ding. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall Foxy Brown sehen, die hat leider abgesagt und ansonsten freue ich mich auf Mobb Deep jetzt, ja. Mobb Deep bin ich dabei, ziehe ich mir auch rein. Okay, vielen Dank. Eine Sache kannst du mir aber noch sagen, Alter. Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und fragt man ja immer gerne nach. Neue Musik, neue Projekte, Feature-Parts von dir irgendwo. Was willst du machen? Es geht auf jeden Fall weiter, ja. Ich bin auf jeden Fall am zweiten Album dran. Bin halt noch auf Beatsuche und alles. Habe auch schon ein paar Texte geschrieben, auch schon zwei Tracks aufgenommen. Ansonsten werde ich auch jetzt dieses Jahr noch auf dem einen oder anderen Album erscheinen. Die jetzt im Herbst erscheinen werden, bin ich auf jeden Fall auf zwei, drei Alben, ja. Und ansonsten, ja, arbeite ich in meinem Album. Der Aslak Sampler kommt dieses Jahr noch und es wird auf jeden Fall weiterhin Hani-Musik geben. Und ich werde auf jeden Fall auch ein paar Free-Tracks raushauen. Jetzt demnächst wird auch so ein kleines Video rauskommen, was eigentlich gar kein richtiges Video. Wir haben halt haben uns hingestellt mit einer Kamera und haben ein Video gedreht von einem Free-Track, der jetzt bald rauskommt. Und es sollte eigentlich so ein bisschen Werbung für die T-Shirts sein, weil ich ja neue T-Shirts habe. Aha, was geht mit den T-Shirts? Was sieht man da? Es gibt T-Shirts jetzt auf jeden Fall, neue Hani-Shirts. Könnt ihr euch selber angucken im Merch-Store, Merch-Store-Net. Eins von denen ist schon ausverkauft, wird jetzt wieder nachproduziert, ein Modell. Und es geht auf jeden Fall vorwärts, meine Lieben. Okay, zieh ich mir rein. Ansonsten gab es Free-Tracks, hast du gesagt. Es gibt Features, da darfst du natürlich nicht sagen, wo du dabei bist. Nein. Das müssen die bekannt geben. Genau. Aslak-Sampler, genau. Das wird natürlich auch spannend. Ja. Da weiß ich auch gar nicht, was die Leute noch bei Fanfragen dann irgendwie uns schreiben sollen. Weil eigentlich haben die in den letzten drei Jahren immer gesagt, wann kommt der Aslak-Sampler. Ihr müsst euch dann tatsächlich eine neue Fanfrage aussuchen für die Jungs. Ja. Aber wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Denkt euch neue Fragen aus, weil der Sampler wird kommen und richtig reißen. Okay, cool. Alter. Danach sind keine Fragen mehr offen. Schönen Tag noch. Dankeschön, dir auch. Ciao.